Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO Matchmaking auf Mirage. Total überarbeitetes Mirage, wow. Hör nur mal kurz rein. Hallo Team. Sehr gut, sehr gut. Was, I go mit? Leute, wir sind bei T, wir sollten vielleicht zusammen irgendwo richtig reinhasseln. I go away, I go B. Okay, let's go. Die hören sich wie richtige Spacken an. Bitte nicht. Bitte nicht. Und bei kann ich B? Oh, oh, oh. Ah, haha, genutzt, mein Fräulein. One Kitchen, B. Oh, hat der den gekillt? Den Kitchen. Ne, Kitchen One, still. Warte mal, ich Decoy hier rein. Ich dachte, der bekommt vielleicht Panik oder sowas, weil da eine Decoy reinkommt. One Short still. Komm einfach ins Window, du Sack. Nice. Letzter ist Kitchen, ja. Komm, wie jetzt sich der hinkniet, der Drecksack. Ach Gott! Ich salvage P. Anstatt irgendwie richtig hart reinzugehen, kniet er sich einfach in Kitchen, killt mich und rennt weg. Das ist ein Drecksack, oder? Komm, den Assist bekomme ich noch. Hau rein. Rechts von dir ist er. Hallo, was machst du? Hey, hey. Er will ihn scheinbar gar nicht killen. Guck, wie ich sag. Jungs, war ja schon mal nicht schlecht, ja? Erste Runde, nicer Dicer. Mit to B wollen sie gehen, okay. Kitchen One. Am Platin in Smoke. Sehr gut, sehr gut. Okay, ist ja keiner mehr. Es ging so schnell auf B zu gehen, dann habe ich immer Schiss, dass da irgendwo jemand versteckt hockt. Ist er jetzt Kitchen oder nicht? Ha, sehe ich Nate da. Oh, okay, alles klar, Bro. Nice. Ein guter Anfang, oder? Bis jetzt. Ein ziemlich guter Anfang. Übrigens, Leute, was auch ein guter Anfang ist, ist der Livestream heute Abend, meine Kinder. So sieht es nämlich aus. Um 22 Uhr geht's los. Ihr wisst, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 22 Uhr. Also seid am Start. Ich suche noch einen schicken Skin raus. Das Knife ist jetzt rausgegangen. Gestern, wir haben gestern sogar die 100 Subs geknackt. Heute gibt's dann auch wieder was Schickes für euch, aber ich muss es erst raussuchen. Ich denke, es wird irgendein Redskin sein. Oh no. Leute, warum flasht ihr mich? Von Wildcard B. Er kommt sogar her! Oh mein Gott! Ich bin alleine. Ja, okay. Ohne Rückendeckung, ohne alles. Nackt. Jetzt kommt Blau, um den Kill zu stealen. Nun ja, wie gesagt, ich suche noch einen schicken Skin raus. Den gibt es heute Abend auch wieder. Und natürlich gibt es auch wieder Skins für Nicht-Abonnenten, also für eben alle. Letztens gab es eine schöne AWP Warmgod für Nicht-Abonnenten. Heute wird es was anderes Schönes geben. Achso, ja, der Link und die Zeiten stehen in der Videobeschreibung. Direkt ganz oben. Jetzt gehe ich aber nicht alleine rum hier. Nee, nee. Also ich gehe schon erstmal darüber, aber ich hoffe doch, dass jemand mitgeht. Ja, Blau geht mit. Sehr schön. Und jetzt gucke ich mal direkt darunter. Jetzt rusht hier nämlich einer. Oder auch nicht. Jetzt war ich so bereit. Das erste Mal, dass ich an dieser Stelle bin und bereit bin für den Rushenden. Sonst laufe ich immer runter, puppel in der Nase und sterb. Aber heute nicht. Oh shit. Short one. Ja, yeah, no. One is still window. Oh, fuck, ey, das ist ja fast in die Hose gegangen. Auf Short kann gleich einer drin sein. Na, hier ist das City am Ticketbox. Oh, der war nicht schlecht, oder? Der war doch ganz nett. Oh, genau, geh mal planten, komm. Ja, aber ich würde da vielleicht... Hast du nicht noch das Smoke oder sowas? Nee, oder nicht? The fuck? Ist da jetzt echt keiner auf CT? Nice. So, Kinder, und da ist der Fatih mit dem MVP, ne? Ja, ja. Okay, Jungs, jetzt kommt mal wieder runter. Ja, beruhigt euch. Scheinbar rushen wir jetzt hier Richtung B. Ich flash dann hier mal hin. Na, okay, auf einmal sind wir noch so zweit, alles klar. Oh, oh, haha. Ging ja wohl voll daneben, du Lurch. Ja, ja, Frontline, zieh ab, Alter. Hab ja Jungs nicht rumcampen hier. Warte. Let's go B fast. Ha! Frontline! Ha! On spot! Oh Gott, Jungs, on spot! Ich hab keine Munition! Scheiße, nein! Da entkomme ich schon so knapp dem Toten, dann sowas. Scheiße, die Wand dann, ey. Jungs, jetzt nicht rangehen, das sind nur noch zwei, ne? Ja, und die sind beide Kitchen. Der eine glotzt schon vor. Oh. Das macht er jetzt von hinten. Das macht er gut, das macht er gut. Achtung, schön den Diffusenden killen, genau, mal ein bisschen ausdünnen hier die Herde. Ja, so läuft's nämlich. Er hört sich zwar echt merkwürdig an als Orange, aber er spielt gut. Er spielt wirklich gut. Er hat schön fokussiert gespielt und ist kein unnötiges Risiko eingegangen. Sehr nice, sehr nice. Kann man sich nicht beklagen bei den Jungs. Naja, komm, ich nehm's mit. Das Pöppchen hier. Dass er die immer am Spawn wegschmeißen und liegen lassen würden, wenn ich sie nicht aufhebe, ist halt schon etwas merkwürdig. Aber warum hat er mich jetzt geflasht, der Junge? Ja, soll das? Frontline. Oh, Frontline, ich hab dich gerochen, mein Freund. Ich hab 3 AP. Vielen Dank, du Sack. Ich geh jetzt hier erstmal lower durch. 3 verschissene AP. Au. Komm schon, Jungs, das schafft ihr, das schafft ihr. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Go, go, go. Mal, noch eine Flash. Oh, und er guckt voll rein. Fuck. Jungs. Also, ich wurde jetzt auch schon zweimal Team geflasht. Irgendwie raffen sie es mit dem Flash nicht so ganz. Wohin sie die zu schmeißen haben, dass es die Mates nicht trifft. Oh. Nice, oh mein Gott, wie knapp.
Sehr schön, Rudi. Wir haben Rennschwein Rudi Rüssel am Start, Leute. Geil. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir so eine Berühmtheit mit im Spiel haben. Ja, das läuft doch gar nicht schlecht, oder? 6-0. Gestern haben wir im Livestream-Viewer-Game sogar so hart gewonnen, dass die Gegner surrendert haben. War auch nicht schlecht. Es läuft immer besser. Aber gestern war ich so krass schlecht, wie eingeschlafene Füße. Ich habe halt durchgehend den Chat gelesen, anstatt zu spielen. Das war vielleicht ein bisschen weak. Wisst ihr, dabei bin ich doch eigentlich die krasse Global-Maschine hier, ne? Wenn man sich das mal so anguckt, was ich hier treibe. Okay. Wir sind easy auf B durchgekommen. Hä? Ist ja keiner mehr? Hier muss einer versteckt sein, das ist doch nicht wahr. Da hockt nur einer auf B bei denen, sag mal. Wir kommen schon die ganze Zeit auf B. Klar, die denken dann vielleicht, okay, jetzt kommen sie A, jetzt kommen sie A. Aber, ja, nicht mit uns. Wenn B gut funktioniert, gehe ich einfach immer auf B. Leute, ich bleib bei der Bombe, das ist mir zu heiß hier. Kann hier hinten was durchkommen? Ich weiß es nicht, ob die hinten zugemacht haben. Ich traue mich jetzt nicht auf die Karte zu gucken, weil immer dann, wenn ich auf die Karte gucke, kommen Feinde. Okay, okay, okay. Es sieht nach einem echt gemütlichen Spiel aus, wobei ich den Tag nicht vor dem Abend loben möchte. Aber es sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Pass auf, jetzt kriegen wir so die Hucke voll, weil ich es gesagt habe. Es sieht sehr schlecht aus gerade. Mein Gott. Lang nicht mehr so ein schlechtes Spiel gehabt. Ha! Direkt schon mal eine Molly ausgewichen da oben, die mich wahrscheinlich ganz sicher nicht entronnen hätte können, sein wollen, sollen. Und du bist ein Sack. Oh nein! Ah, er hat noch eine Nate geschmissen. Fuck, es läuft so schlecht. Au. Und ist ein B. Shot ist down. Ha! Let's go, eh, fast. Ich glaube, das war der Kerl, der hier im Jungle war, ja. Sehr schön, Jungs. Sehr schön. Läuft. Das ist ein fieser Platz hier, oder? Oder ist es ein erwarteter Platz? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist fies. Ist er hier? Nee. Oh, er ist da! Er ist da! Oh Gott, ich wollte gerade sagen, ist da rechts vielleicht besser? Hier ist ein Front of Gange. Dieses lackende Schwein. Leute, ich würde jetzt aber nicht so hart davonrennen, ne? Der war ziemlich close. Warum bist du defused? Ja, sie wollten für Surrender, die Schweinepriester. Gottes Willen, wie kann man da so ein Pech haben? Ich dachte, ah, wenn ich mich rechts hinstelle, dann kriegt er mich nicht so schnell, wenn er von Jungle von hinten kommt, vielleicht, oder? Aber dann sieht er mich halt von der langen Geraden da von Kitchen her. Und in der Millisekunde, wo man das im Kopf hat. Dein Kopf schreit schon, mach das nicht, das ist dumm, mach das nicht. Aber die Information ist noch nicht bei den Händen angekommen. Sie führen es einfach weiter aus. Tot. Schon wieder ein Teamflash-Dingens, Junge. Hör doch mal auf jetzt. Irgendwann ist auch mal gut. Oh, Frontline hat eben jemanden gekillt. Ja, hier in der Nähe. What the fuck? Das gab ich fast. Wo ist denn der Kerl, der hier gerade die Smoke geschmissen hat auf B? Ja, der eine killt gerade alle Mates dieser Frontline. Das ist ein richtiger Vollbot. Und wisst ihr warum? Er will nämlich surrendern, weil es ihm reicht, ja, dieses Spiel. Will der Kacklappen surrendern und die anderen wollen das wahrscheinlich nicht sagen. Ey, jede Runde, die wir gewinnen, oh mein Gott, hilft uns, ja, und es ist auch so. Jede Runde ist wichtig. Jede Runde, die ihr gewinnt, ist sehr wichtig für euren Rank. Selbst wenn ihr verliert, ist es besser, ihr verliert ein 16-14 wie ein 16-0. Und wenn ihr aufgebt, ist es katastrophal. Also, oder disconnected, was eine Aufgabe gleichkommt. Einfach die Spiele wie ein Mann ausspielen, ja, und nicht rumbäppern. Weil ihr sonst euren Rank einfach noch härter fickt, wie er dann schon gefickt wird durch den Loose. Ein 16-14 kommt sozusagen einem Unentschieden sehr nah. Es sind jetzt noch zwei Gegner, gegen die wir spielen. Zwei richtige Gegner. Das ist doch Wahnsinn, oder? Boom. Das ist wirklich die komplette Zerstörung. Ich denke, jetzt surrendern sie. Ja. Wahnsinn. Krass. Oh. Schau mal da. Der Adler. Da ist er wieder. Ja. Das war echt, die haben gefressen ohne Ende, ne? Also eigentlich, einmal hätten sie, glaube ich, fast eine Runde geholt, noch ziemlich am Anfang. Die haben sie nicht geholt. Und bereits bei einem 4-0 oder 5-0 ist der eine gegangen. Das, aber das macht man einfach nicht. Macht das nicht, Leute. Die Gewinner bekommen weniger Punkte, wenn ihr mehr Runden habt, und ihr verliert weniger Punkte. Also ran an den Speck ist. Ran! Und jetzt gibt's für euch noch so eine leckere Kleinigkeit, und zwar eine MP9 Ruby Poison Dart. Ja. Vielen Dank für die Daumen. Das letzte Ding hat auch wieder die 100 Daumen geknackt. Also im Moment haben wir echt eine Strähne am Start. So nach 2-3 Tagen haben die Videos, in denen ich das ansage mit diesem Daumen, meistens die 100 geschafft, aber Minimum 80. Und das ist echt nice. Ihr müsst mal drauf achten, bei den Videos, bei denen ich es nicht sage, die haben dann vielleicht 50 oder 60 Daumen nach oben. Wer die gewinnen möchte, schreibt einfach in seinen Kommentaren noch was hinzu. Und zwar schreibt ihr mal, wie ihr euch von eurer Aktivität hier so einschätzt, also wie aktiv ihr so seid. Ihr wisst ja, es kommt jeden Tag ein Video, guckt ihr das an, also egal ob direkt oder nachträglich, 3 Tage später, ist ja wurscht, guckt ihr die Videos an oder sagt ihr, naja, ich will das nicht so oder mittel oder 30%, 70%. Seid ruhig so ehrlich wie möglich. Ich weiß, dass es durch Beruf, Frau und Kind einfach schwierig sein kann oder eben auch durch Schule schwierig sein kann, irgendwie sich alles Mögliche anzugucken, ja. Das ist mir vollkommen klar. Deswegen könnt ihr einfach so ehrlich wie möglich sein. Ich bin euch auch nicht böse, beziehungsweise schmälert auch nicht eure Gewinnchancen bei Giveaways oder sowas. Es ist einfach nur so lapidar in die Runde gefragt. Dankeschön dafür. Haut ordentlich rein. Livestream heute Abend ab 22 Uhr.